Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und heute geht es um das Thema: Darf ich trotz Krankheit trainieren? Auch da gibt es keine Pauschalantwort. Erstmal sage ich ganz klar, wenn ihr krank seid, geht nicht zum Training. Wenn ihr eine Entzündung habt, geht auf gar keinen Fall zum Training. Und vor allen Dingen, was bei Entzündung auf überhaupt gar keinen Fall? Herz-Kreislauf-Training, Cardio-Training. Macht auf gar keinen Fall Cardio-Training, wenn ihr krank seid. Das kann mitunter aufs Herz gehen. So eine Herzmuskelentzündung ist keine schöne Sache. Kann euch sogar euer Leben kosten oder eure sportliche Karriere. Ja? Also wenn ihr leicht erkältet seid und das Gefühl habt, ihr könntet wirklich was machen, und da seid ehrlich zu euch selber, geht in euch, habt ihr wirklich die Energie, versucht ins Training zu gehen und schaut mal, hey, fühle ich mich gut oder klopft mein Herz schneller bei Belastung? Bin ich überhaupt belastbar? Ich muss das immer mit jedem Klienten individuell absprechen. Ja, wenn ihr euch halbwegs gut fühlt, dann macht ein leichtes Krafttraining. Leicht. Das heißt, ihr braucht nicht glauben, ihr knallt und bolzt hier schwere Gewichte, sondern wirklich moderat, Leute. Ja, vielleicht 60% und dann auch nur 1 bis 2 Sätze, um überhaupt was zu machen. Wenn ihr euren Körper noch zusätzlich trotz der Erkältung in den Hintern tretet, belastet ihr ihn zusätzlich. Das kann dann dazu führen, dass die Erkältung erst richtig ausbricht. Ja, also macht so, dass es nur eine ganz leichte Belastung ist, für den Kopf ganz gut tut, aber nicht zu sehr erschöpfen den Körper. Denn er hat damit zu tun, erstmal die Krankheit auszuheilen oder zu bekämpfen. Was haben wir noch? Ich habe da übrigens, da ist jeder verschieden. Es gibt wirklich Leute, ich habe einen Russen, einen russischen Klient. Er macht Sport, egal ob er krank ist oder nicht, macht immer Sport und ist fit. Kommt mit Husten in Training und trotzdem ist immer gesund. Ja, der hat wirklich keine Probleme. Der geht zum Training, der ist krank. Ich sag, ey, du darfst nicht trainieren. Doch, ich kann trainieren. Super, dann macht er halt weiter. Leute, was soll ich sagen? Der ist tatsächlich so belastbar und irgendwie übersteht er das immer. Der ist dann halt nicht krank, auch wenn er krank ist. Ich gehöre nicht zu der Sorte. Wenn ich krank bin, bin ich tatsächlich krank. Und ich habe da meist so ein leichtes Kribbeln in der Nase innen drin. Oder so ein leichtes Kratzen im Hals. Da weiß ich schon, oh, jetzt will man mal ganz locker, ganz ruhig, bloß nicht zu doll machen. Ja, was ich höchstens mache, wenn ich mal merke, die Erkältung ist ein Anmarsch. Ich fahre an der frischen Luft mit dem Rad, nicht Vollgas geben. Einfach nur an der frischen Luft bewegen. Ja, an der frischen Luft spazieren gehen. Das hilft mitunter. Hört sich total lächerlich an, aber es funktioniert. An die frische Luft schön bewegen, den Puls leicht hochtreiben. Das ist gut für das Immunsystem und für die Gesundheit. So, noch ein paar Tipps, was ihr gegen eure Krankheit machen könnt. Komm los. Also pass auf. Was habe ich für mich entdeckt? Ganz wichtig, bei Entzündungsherden im Körper, gerade bei Nebenhöhlengeschichten, habe ich öfter mal damit zu tun gehabt. Bromelain. Ja, eigentlich ein Verdauungsenzym, welches in der Ananas vorkommt. Ich stehe voll auf das Zeug. Eine halbe Stunde vor der Mahlzeit, nüchtern, wenn ihr es zu der Mahlzeit nimmt, wirkt es eigentlich als, wirkt's nur als Verdauungsenzym. Ich stehe drauf, Bromelain, kriegt ihr in der Apotheke oder müsst ihr bei Amazon bestellen, gibt es mit Sicherheit auch günstigere Quellen. Dann, was haben wir noch? Sinopret. Sinopret auch immer gut, schleimlösende Geschichte. Gibt es mittlerweile auch die Forte-Version, die sind richtig cool, die wirken tatsächlich, wenn ihr mit der Nebenhöhle Probleme habt, könnt ihr auch gut kombinieren, also Bromelain mit Sinopret, gibt es nur in der Apotheke leider. So, und dann haben wir noch einen Knaller, gerade bei Hustenproblemen, bei bronchialen Geschichten, Gelomethol, auch eine halbe Stunde vorm Essen, schön viel Flüssigkeit, da spürt ihr richtig, wie das Zeug rauskommt, ja, sind meine 3 Apotheken Hits sozusagen. Ansonsten ganz klar bei Immunproblemen Glutamin, aber richtig volle Kanne. 4 bis 5 am Tag, 5 bis 10 Gramm. Ihr könnt auch mehr nehmen, wird mit Sicherheit nicht schaden. Schön mit viel Flüssigkeit. Ruhig dazu, zu den 3 bis 5 Gaben Glutamin, ruhig nochmal 1 bis 2 Gramm Vitamin C, die Ascorbinsäure. Gibt es in der Apotheke, gibt es aber auch im Kaufland oder. Ja, mischt ihr mit dazu. Auch wieder hier viel trinken, denn das Zeug entwässert leicht. Aber ist halt super gut fürs Immunsystem. Und ansonsten gesund ernähren.
den Körper nicht zu viel belasten mit schlechten Lebensmitteln. Einfach mal auf euren Körper hören. So Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich, wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentarleiste oder per Facebook. Ansonsten Channel-Abo gibt's unten in der Beschreibung. Ciao.